seid wieder auf dem Kanal auf ins Dunnyland gelandet und ich habe gedacht, ich sticke mal wieder an meinem Tokareva. Und zwar, wer es noch nicht gesehen hat, wer neu hier ist, erstmal hallo. Das ist mein Tokareva Bild und ich habe jetzt das erste DIN A4 Blättchen fertig und bin jetzt beim zweiten. Das Ganze sieht dann jetzt... Ach, wartet. Es sollte vielleicht erstmal die Nadel rausziehen. So sieht das Ganze jetzt aus. Also wie man erkennt, habe ich hier so ein Stück vom Baum fertig. Nur ein kleines Stück. Ja, und wer uns noch nicht kennt, das ist die Luna. Die hat gerade so rumgekläfft, die wollte unbedingt auf den Schoß. Ich war nämlich heute nicht wirklich viel zu Hause. Und ich muss gestehen, Schande auf mein Haupt, wir waren auch heute nicht spazieren, die waren halt nur im Garten. Weil, wo ich von der Arbeit kam, da hatte ich mal wieder gemerkt, wie schlecht meine Brille doch ist. Ich habe ja seit letztem Jahr früher eine Brille, nur für die Ferne. Und merke aber immer wieder, dass ich für die Nähe auch eine brauche. Und letztes Jahr war es halt noch so, wo ich... Da war zum Messen, dass es ja für die Nähe nur so ganz leicht und dass wir gesagt haben, okay, ich setze dann einfach die Brille ab und kriege das noch so hin. Aber das haut nicht mehr hin. Ich bin nur Brille runter, Brille drauf, Brille runter, Brille drauf. Habe ich sie nicht auf, habe ich das Gefühl, ich kann nicht richtig dicht gucken und nicht richtig weit gucken. Habe ich sie auf, dann kann ich zwar weit gucken, aber noch schlechter dicht. Ich kriege jetzt eine Gleitsichtbrille, es bringt nichts. Ja. Aber gut, das ist das Alter, das bringt das mit sich. In 3 Wochen bin ich 45 und ja, kurz vor meinem 45. Geburtstag kriege ich dann meine neue Brille. Und ja, so, dann wollen wir mal jetzt hier mit dem Sticken anfangen. Ich habe das Ganze hier auf meine Schaumstoffrolle, wo drin ein Holzstäbchen ist, wo der Stoff drauf gewickelt ist. Und dann muss ich mal gucken, wenn das jetzt mehr wird, wobei, ach, das dauert noch, bis ich hier unten die Reihe fertig habe. Aber irgendwann mal muss ich mal gucken, ob ich mir dann irgendwas konstruiere, wo ich dann das drauf wickel. Aber da sind wir noch weit von entfernt, ganz weit. So, Luna, Schätzelein, ich müsste sie jetzt dann doch mal runtersetzen. Weil so kann ich nicht arbeiten. Und sie ist heute so knutscherig. Vorhin auf dem Sofa, da hat sie nur mit dem Buddy rumgeknutscht, wirklich. Ich habe da eine kleine Sequenz von gefilmt. Ich kann euch die mal hier mit reinschneiden. Könnte ich ja jetzt einblenden. Und so ging das wirklich, ich glaube, eine Viertelstunde. Er hat dann sogar zwischendurch mit seinem Pfötchen versucht, sie wegzudrücken. Das ging nicht. Irgendwann habe ich sie dann weggenommen. Er tat mir so leid. Ja. Vorher musste er schon so leiden, weil er auf dem Sofa sich auf eine Stelle gekuschelt hatte, wo Käthe sich vorher was zu essen verbuddelt hatte unter der Decke. Und dann saß sie die ganze Zeit neben ihm und hat rumgekläfft, weil sie da dran wollte. Ach ja, so. So ist das mit die Dackels, ne? Gut, so. Ach, und ich wollte euch noch was zeigen. Mein Perlenbrett für die Giraffe ist fertig. Ich habe mir ausgesucht bei meinem Sohn, dass er es mir in schlicht weiß druckt. Das ist von der Breite so, da passen die Etiketten gut drauf. Da mache ich einfach den Stoff auf den Kopierer, beziehungsweise also auf den Scanner von meinem Drucker. Und von der Größe hatte ich ja bei dem anderen Bild auch. Und dann habe ich mir in so leicht durchsichtigem Grün, ohne groß Schnörkeldeko drauf, hat er mir dann den Deckel gedruckt. Finde ich cool. Muss ich mal gucken, wann ich euch dann die Giraffe anfange und zeige. Gestern Abend habe ich auch noch ein bisschen an meinen Füchsen gearbeitet. Aber da ja mein Schreibtisch aktuell so schön aufgeräumt ist, habe ich mal wieder Lust, hier an dem Bildchen zu arbeiten. Dafür habe ich heute nicht am Hakuna Matata Bild gearbeitet. Das, ja, da sind ja nach wie vor 8 Felder auf. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall wollte ich dann mein Catgirl dann nach unten ins Esszimmer umziehen lassen, damit ich dann hier auch mal mit den Perlensticken vorankomme. Oh, Body. Und wie ihr seht, ist hier schon wieder ein Fingernagel ab.
also kein Finger, sondern der Fingernagel. Ich habe ihn ja gestern erst gepflegt, weil er mir gestern Morgen abgefallen ist. Gestern war Sonntag, also heute ist Montag, der 23. Ich wollte ja immer versuchen, das so ein bisschen zu sagen. Ich hänge noch ein bisschen hinterher mit Videoschneiden. Auf jeden Fall ist er mir heute auf Arbeit schon wieder abgebrochen. Das ist aber auch der Finger, wartet kurz, der Finger, wo ich mir ganz viel Nagel rausgebrochen hatte, weil ich da auf der Arbeit mit der Nähmaschine drauf geknallt bin. Zum Glück ist er nicht durch Finger durch. So, Buddy, dann komm, schnell auf den Schaukelstuhl. Ja, auf jeden Fall ist der jetzt wieder ab und ich weiß noch nicht so richtig, was ich damit mache. Egal, dann renne ich jetzt erstmal so rum. Ich hatte keine Lust, den jetzt schon wieder zu reparieren. Und so, erstmal einfädeln hier. Gucken, von welcher Seite fange ich denn an? Oh, jetzt geht das wieder mit los. Ich kann nichts sehen. Ich habe meine Lupe, ne? So. Und die Lupe hat auch Licht. Wenn man dann den Stecker reinsteckt, dann leuchtet das sogar. Wartet. Na, Manu. Geht gleich los. Oh. Nein. Haha. Ja, das Problem ist... Oh ja, jetzt sehe ich auch was. Das Problem war, dass das Kabel mit Stecker hier von meinem Schreibtisch runterbaumelte und ich da mit einem Bürostuhl drüber gerollert bin. Das ist ja so USB-Anschluss. Und dann hatte ich den verbogen. Und dann musste ich da erstmal mit der Zange wieder bei... Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo komme ich denn hier raus? Wartet. Ist das richtig? Nee, das ist falsch. Gleich könnt ihr wieder gucken, was ich tue. Aber ich muss hier erstmal selber gucken, was ich tue. So. Tim. Faden ziehen. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ich habe jetzt ja die ganze letzte Zeit die kleinen Perlen, die großen Perlen gestickt. Ob ich das mit den kleinen hier überhaupt noch hinkriege. Aber ich habe Nägel. Mit Nägeln geht das. Also ich könnte, glaube ich, nicht, wenn ich hier nicht keine langen Nägel hätte, könnte ich, glaube ich, nicht die Perlen mir da rausangeln. Weil ich stecke da immer rein und dann ziehe ich es mit dem Nagel drauf. Und wahrscheinlich habe ich das Garn wieder zu lang gewählt. Muss ich mal gucken. So, und irgendwie sitze ich auch nicht ganz mittig. Wartet mal. Stimmt, ich hatte ja gestern beim Aufräumen die Lupe verschoben. Damit ich da den ganzen Dreck runterwischen konnte. Und musste ich jetzt ja erstmal wieder zurück. Ja, aber war gut. Also ich werde mal gucken. Ja, heute bin ich ja jetzt nicht zugekommen. An den Tagen, ja, jeden Tag. Ja, es ist halt, wie gesagt, noch ein bisschen ungewohnt für mich mit jeden Tag arbeiten. Oder halt auch, ja, auf jeden Fall so wie gestern. Ich werde mir jetzt regelmäßig eine Ecke aussuchen, wo ich dann ausmiste. Und ja, so lange dauert das dann eigentlich auch gar nicht. Man muss dann da nur wirklich beigehen auch mal, ne? Ich glaube, dieses Schieben, das gibt es, glaube ich, doch auch ein Wort für, ne? Prokrastinieren oder wie heißt das? Ich weiß nicht, da gibt es einen Fachausdruck für. Ist, glaube ich, anstrengender, als wenn man dann wirklich mal dabei geht und sagt, oh ja. Ich mache das jetzt mal. Genau wie halt mit meinem Termin beim Optiker für eine neue Brille. Weil ich habe da schon die ganze Zeit immer, denke ich, oh, irgendwie passt das nicht mehr richtig. Und ich dachte, ah, schon wieder eine neue. Das ist ja jetzt erst... Ich habe das schon gemerkt, da hatte ich die ersten Jahre. Und ich dachte, nee, die war so teuer. Dann kannst du jetzt nicht schon wieder eine neue Brille. Aber
Ja, irgendwann ist dann Schluss mit lustig. Dann geht's nicht mehr, ne? Und so ist das mit anderen Sachen auch. Ich habe dann heute mal eine E-Mail an meine Ärztin geschickt, also an die Sprechstundenhilfe, dass ich ein neues Rezept brauche, weil noch habe ich für 2 Wochen, dass das nicht dann immer so auf den letzten Drücker, aber das schiebt man und schiebt man ja auch, ne? Und dann ist dann, also ja, so ist es schon ganz gut, ist noch im gleichen Quartal, aber ich bin da auch so der Typ. Oder ich habe dann heute mal beim Tierarzt angerufen, Impftermin gemacht und so. Heute in der Hinsicht habe ich gedacht, okay, heute mache ich da mal was. Ich muss auch unbedingt zur Gemeinde, aber die haben doch tatsächlich bei uns nur Donnerstag nachmittags auf. Also vormittags jeden Tag, aber nachmittags nur am Donnerstag. So, jetzt suche ich gerade so was. Ach ja, das suche ich. Und ja, mein Sohn braucht einen neuen Personalausweis, der läuft bald ab und durch seinen Autismus, manche Sachen kriegt er schon alleine hin. Er war heute alleine bei DM und hat Passbilder gemacht. Aber zur Gemeinde fahren, dann muss er gucken, welchen Raum, und dann muss er Zettel ziehen und so. Da fahre ich dann noch mit. Und aber wie gesagt, er macht immer mehr alleine, bin ich richtig stolz drauf. Gut, er ist jetzt schon erwachsen und so, aber es ist halt, wie gesagt, er ist durch seinen Autismus ist das nicht so einfach. So, was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir das hier. Ja, habe ich hier richtig? Ja. Hasch. Mal gucken, dass ich hier. Ja, es dauert schon länger, diese Art von Perlensticken. Also jetzt nicht nur, weil die kleiner sind, natürlich dann sowieso, weil man ja viel mehr hat. Aber auch, weil man ja. Jetzt brauche ich dreimal das hier, ne, weil es ja kein Vordruck ist. Allein deswegen dauert das schon länger. Aber es ist ja beim Kreuzsticken auch so, dass ihr ja an einem Vordruckbild, dass ihr das schneller stickt, als an einem, wo ihr das von der Dings ablest. Von einer. Na, vom Zettel. So. Genau. Vom Zettel ablesen ist dann ja schneller. Ja, heute auf der Arbeit war ein bisschen turbulent. Wir müssen einen Auftrag fertig kriegen. Deadline ist Mittwoch. Heute ist schon Montag und heute ist eine Maschine ausgefallen. Und wir wissen nicht, woran das liegt. Ich habe den Fehler nicht gefunden. Gut, ich bin auch kein Fachmann. Aber auch mein Chef hat den Fehler nicht gefunden. Und ja, der Techniker konnte heute nicht. Ganz zum Schluss ist es uns dann noch ein Fehler aufgefallen. Der könnte es gewesen sein, aber dann war auch Feierabend. Und wenn Feierabend, dann Feierabend. Dann gucke ich morgen früh. Wenn es dann jetzt endlich wieder funktioniert, ist gut. Weil Sonntag. Freitag lief die Tadel los. Heute war sie nur am Rumzicken. Und haben gesagt, okay, also wenn die dann morgen immer neu laufen sollte, dann kommt der Techniker morgen. Und dann müssen wir gucken, dass wir das pünktlich fertig kriegen. Ja, also klar bin ich da ehrgeizig und möchte das auch schaffen, und dann ist mir zum Beispiel auch eine Pause egal, wobei das den anderen Mitarbeitern nicht, die sehen das dann nicht unbedingt so, obwohl wenn was fertig werden muss, dann macht man auch mal ein bisschen länger zur Not. Aber mich, auf der einen Seite bin ich da halt ehrgeizig, auf der anderen Seite denke ich mir, ja gut, das ist ja auch nicht wirklich meine Schuld, wenn die Geräte nicht richtig gehen oder die Maschinen. Ja. Bin ja mal gespannt. Aber eigentlich bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das, wenn wir morgen Feierabend machen, fertig haben. Genau. Da. Dann muss ich gleich erstmal abstreichen, sonst weiß ich wirklich nicht mehr, wo ich war. Ich muss auch die Symbole schon wieder ein bisschen mehr suchen da oben. Genau. Ich hatte euch ja dieses lilane Perlenbrett gezeigt, was so dieser Form eher nachempfunden ist, was so zum Stapeln ist mit Magneten drin und so. Da müssen wir mal gucken, da haben wir jetzt
uns überlegt, was auch mit daran liegt, dass ich da mal wieder Magnetdruck falsch reingeklebt habe, dass wir das Ganze noch mal ein bisschen, dass den Design, nein, dass wir da das Design noch mal ein bisschen überarbeiten und dann noch mal einen neuen Entwurf machen und dann mal gucken, ob wir das dann besser gedruckt kriegen. Und wenn das dann wirklich so ist, dass man es einwandfrei benutzen kann, könnt ihr denn auch, wenn ihr Interesse dran habt, mir eine E-Mail schicken und das Ganze dann käuflich erwerben. Aber wie gesagt, erst muss der Entwurf passen und ich muss beigemeinig gewesen sein, um da so ein bisschen Papierkram zu erledigen. Könnt ihr euch schon denken, weswegen, ne? Und genau, und dann, ja, also das Brett, was ich euch eben gezeigt habe, das könnt ihr quasi, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das schon bei mir quasi bestellen. Einen Shop gibt es noch nicht, aber ihr könnt mir ja quasi eine E-Mail schicken und Bescheid sagen. Preis haben wir da noch nicht, aber ich finde das echt für die großen Perlen, weil das ja nun auch größere Felder sind, finde ich. Also ich komme damit super klar. Bin da echt total begeistert von. So, wartet mal kurz. Jetzt muss ich erstmal hier abstreichen. Und dann kommt alles nur noch diese eine Farbe, die ich gerade hatte. So. Jetzt kommt tatsächlich nur noch dieser Doppelfall, dieses Silbergrau hier, was hier die Reihe darunter bis auf das letzte Pärchen auch schon komplett war. Und ja. Ich glaube, ich lasse euch so auf der Höhe. Mal gucken. Irgendwie ist mir das Brettchen auch ein bisschen weit weg. Aber so dieses Buch finde ich auch echt klasse. Da hatte ich auch erst überlegt, ob ich mir noch so ein zweites Buch kaufe. Die sind ja auch ganz schön teuer, ne? Finde ich. Wobei, das hatte ich jetzt bei Nadja bestellt. Da ging das eigentlich mit dem Preis. Auch den Tiger, den ich mir da gekauft habe. Diesen Tiger auf Vordruck. Da muss ich auch mal weitermachen. Da sind ja hier auch die Perlen bis da drin. Der hat ja 21 Farben. Da muss ich echt mal weitermachen. Das ging auch vom Preis. Ich hatte das letztens irgendwie durch Zufall bei, ich glaube, Etsy oder eBay. eBay gibt es ja noch. Das ist ja nicht Kleinanzeigen, sondern das reine eBay. Da wollten die 139 Euro für diesen Tiger haben. Zieht da mal 100 Euro ab. Das glaube ich, der Preis, den ich bezahlt habe. Das ist doch Wahnsinn. Manchmal weiß ich auch nicht, wie solche Preise zustande kommen. Oder bin ich da so, habe ich da irgendwas verpasst? Oder ist das ein anderes Bild? Ich weiß es nicht. Ich fand das sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Aber gut. Ja. Hallo? Perle? Wo bist du? Da. Ist die wieder runtergerutscht? Ja, und ansonsten, was kann ich euch denn noch erzählen? Noch irgendwie was? Irgendwas Neues, Altes? Mein Mann hat mir noch was zum Bauen mitgebracht, Klemmbausteine. Also er ist ja, er hat ja unten seine Werkstatt. Das war früher mal der Schweinestall, Schweine und Schafe waren da drin. Das hat er ja dann vor ein paar Jahren ausgebaut zu einer Werkstatt, eigentlich so Holzwerkstatt und so. Da hat er aber inzwischen mehrere Schwerlastregale drin, schön aufgereiht, wo tolle Projekte, die er gebaut hat, drauf sind. Und weil das so verwinkelt ist, so um die Ecke rum, der Bereich, wo damals die Schafe waren, da hat er auch so Regale stehen, wo Baumaterial drin ist und so. Das möchte er da rausräumen. Und dann möchte er sich da so eine Sitzecke reinbauen. Da hat er schon dann, ja, könnt ihr dann ja die Bänke und so polstern. Ja, Schatzi, machen wir dann. Zur Not
kann ich dann auch oder darf ich dann auch auf der Arbeit die Sachen dann in der Pause nähen, wenn ich dann mein Material und so dann habe, dürfte ich das dann auch auf der Arbeit mit der Industriemaschine nähen, weil ein dickes Polster und so, da ist ja überhaupt gar kein Problem. Dann meine Maschine hier zu Hause schafft das nicht. Und mein Vater hat zwar eine Industriemaschine, den wollten wir uns nochmal angucken, die hat er gebraucht, woher. Aber da weiß er noch nicht so richtig, wie die funktioniert und so. Die steht da auch schon länger, aber ich hatte irgendwie, ich und er, wir hatten bislang noch irgendwie noch keine Zeit, uns die anzugucken und uns darum zu kümmern. Da gab es irgendwie, also die steht da schon Jahre, aber irgendwas war dann immer damals mit Mama und ja, irgendwie hat er jetzt dann auch mit seinem Oldtimer so viel gehabt und irgendwie sind wir dann noch nicht zugekommen. Aber die Zeit wird dann noch kommen und dann gucke ich mir die mal an. Genau. Ja. Naja, wenn nun mein Mann da unten in seinem Bauzimmer, sage ich jetzt mal, sein Klemmbauzimmer, dann auch diese Sitzecke fertig hat, dann gesagt, oh ja, dann komme ich auch mal runter und baue da mit ihm. Das wird bestimmt lustig. Und ich habe ja hier oben auf dem Schrank, wo inzwischen jetzt meine Nagelsachen eingezogen sind, da habe ich ja drei so Häuschen stehen, so, wo man so Straßen mitgestalten kann, ne? So Fassadenhäuser und so, aber sogar mit Beleuchtung von Moltkin, meine ich, finde ich. Ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube ja. Also wem von euch das was sagt, der weiß da Bescheid. Wer nicht, ist ja dann auch egal. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, ja, dann kannst du die ja dann auch runter in mein Zimmer. Und dann kann ich nämlich da drauf so schöne etagenförmige Sortierhilfen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll. Da gibt es ja aus Acryl, wo man dann seinen ganzen Nagellack und, ne, wo ich dann meine Lacke reinstecken kann. Also ich habe sowas in der Art ja schon irgendwie beim Teddy mal gekauft. Hatte ich euch auch in einem Haul gezeigt. Habe ich auch im Schrank, aber das kann man dann da oben ja schön draufstellen. Oder vielleicht kann mein Sohn mir denn da auch noch was drucken mit einem 3D-Drucker und dann sieht das ein bisschen schöner aus. Jo, mal gucken. Dann hat man die, da muss man nicht, also so habe ich sie im Schrank und ja, manches halt noch in Kisten. Und da muss ich erst noch sortieren ein bisschen. Da ist noch nicht ganz alles so, wie es soll. Aber, ja, genau. Ein bisschen noch, dann habe ich die Reihe fertig. Das ist auch lustig. Ich hatte dann die erste Reihe von der ersten Seite gestickt bis zum Strich. Hatte hier nicht gezählt. Hatte nur Kasten, ne? Bis zum Strich. Und dann wollte ich zurücksticken und dann passte das nicht. Und dann habe ich mich gewundert. Ja, da endet der letzte Kasten von der zweiten Seite. Also ich fange ja von unten an, also von der vorletzten Seite eigentlich. Oder, ach, keine Ahnung. Von Seite 14 endet da. Beim neunten Kästchen. Also beim neunten, ja, Kästchen vom großen Zehnerkasten. Und deswegen ist die eine hier über und die ist auch so locker. Die muss ich dann, wenn ich hier den nächsten Anstich mache, muss die auch nochmal festziehen. Da muss ich dann nochmal durch. Fand ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Hätte man doch die eine Reihe da noch, hätte man auf der anderen Seite weniger zum Überblenden zeigen sollen oder weiß ich nicht. Irgendwie finde ich das ein bisschen komisch. Ich habe mir jetzt die anderen Seiten noch nicht angeguckt, ob das da auch so ist. Naja gut, wenn man es dann weiß, aber irgendwie fand ich das schon ein bisschen sehr komisch. So, jetzt haben wir hier Fadensalat. Und dann muss ich mir noch überlegen, was denn dieses Jahr mein Geburtstag mache. Also es ist ein Sonntag. Weiß ich noch nicht so richtig. Mein Mann hat auch schon gefragt. Würde sich ja anbieten zum Reinfeiern. Aber ich
weiß nicht, ob ich wirklich Lust habe. Ich meine, gut, es ist auch eine 5 am Ende. Würde sich ja auch anbieten. Ja, mal gucken. Ich finde irgendwie, je älter man wird, desto weniger Lust hat man irgendwie, seinen Geburtstag zu feiern. Das sage ich, die ja noch eigentlich noch gar nicht ja, so alt ist, ne? Ne? Was ist das jetzt? Komm, Knoten, geh auf. Ihr seht wahrscheinlich nichts, das ist vielleicht auch besser so. Das hasse ich ja immer. Wenn dann da auf einmal ein Knoten drin ist und man weiß nicht, wo der dann... Wie passiert... Ich meine, gut, das, ich weiß schon, wie es passiert, aber es ist schon irgendwie... keine Ahnung, mal gucken. Manchmal kriege ich den da auch durchgeprügelt, aber... Oh, okay. Hat geklappt, habt das gehört? Ja, naja, auf jeden Fall ist er halt auf den Sonntag. Es ist lustig, genau wie unser 20. Hochzeitstag. Dieses Jahr haben wir 20. Hochzeitstag. Er ist auch auf den Sonntag. Und ich habe es munkeln hören, dass da wer zum Schmücken dann Samstagabend kommt. Na, mal gucken. Das sind ja so Bräuche, die ich eigentlich von früher so als Kind, klar, Silberhochzeit, Goldene Hochzeit, ja, aber auch so Sachen wie Fegen oder Klinken putzen oder alte Schachteln, alte Socke oder wie dies Jahr auf dem Schaltjahr dann andersrum. Habe ich als Kind nie kennengelernt, wurde bei uns in der Familie überhaupt nicht irgendwie gefeiert oder so. Aber ich weiß nicht, ob das regional ist, wie ist denn das bei euch? Aber hier ist das halt so. Ja. Also dieses Jahr sind von meinen ehemaligen Arbeitskollegen, muss ich ja jetzt sagen. Oh oh. Nicht kaputt gehen. Von der einen Kollegin die Tochter und von der anderen Kollegin der Sohn sind 25 ist das dann, glaube ich, geworden. Und also normal ist es dann ja so, ist da noch ein Knoten drin? Normal ist es ja so, dass man sagt, okay, bei Frauen dann Klinken putzen und Männer, Klinken putzen. Alte Schachteln und Männer dann alte Socke. Und wie gesagt, dieses Jahr hatten wir ja Schaltjahr. Da war das dann andersrum. Ach komm, bitte, die letzten 3 Perlen, die würde ich gerne mit dem Faden da noch reinkriegen. Nein. Nein. Das wird jetzt hier... Ich muss euch das mal zeigen. Aber Kamera... Ist doch ist auf Autofokus, aber wir jetzt. Manu. Die anderen Stiche früher hat es eben noch geklappt. Ich sehe jetzt nichts. Muss ich das jetzt echt? Wartet mal. Ja, dann muss ich es wohl abschneiden. Also die Nadel finde ich ja richtig cool. Das ist so eine sehr biegsame. Könnt ihr jetzt schaltet die Kamera. Das kriegt die Kamera jetzt glaube ich nicht. Die gab es in so einem Mera-Set. Aber da habe ich schon bei der einen habe ich schon... die Öse irgendwie kaputt gekriegt. Wie auch immer ich das geschafft habe. Oder es liegt an der Qualität von der Nadel. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt soll ich mal das Fädchen schnippeln. Aber der ist ja eigentlich noch lang genug. Da habe ich den Knoten rausgeschnitten. Da hätten wir noch ein bisschen Garn sparen können. Egal. Mal gucken. Aber müsste ich ja eigentlich hiermit auch noch die letzten Nadeln aufgenäht kriegen oder aufgestickt. Und ich habe so viel Fadeneinfädler oder Nadeleinfädler und ich habe kein... Doch, wartet mal, ich hatte mir ja neue geholt. Moment. Ich hatte mir ja so ein Set hier geholt. Da kann man die... Warte, wo geht denn das auf? Nee.
zugeklebt. Welche Farbe nehmen wir denn? Nehmen wir mal hier. Pinke. Rasche, rasche, knister. Klebt fest, so jetzt. Das ist so ein ganz dünnes. Da sieht man die Spitze kaum. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn man hier so feine Nadeln hat, ich schieb das mal weg in der Hoffnung, ja, genau. So. Feine Nadel. Und ich hoffe, man sieht das jetzt. Muss ich gucken, dass ich das ins Kamerabild halte und auch selber sehe. Jetzt gerade. Das war wohl nix. Mann. Der Faden will aber auch überhaupt gar nicht jetzt hier heute Abend, so wie ich das will. Wahrscheinlich ist das zu fein. Das war nix. Ich versuch's nochmal, in der Hoffnung, dass der Faden doch nicht so kurz ist, dass ich... Aber jetzt ist er so aufgespalten. Ein bisschen Sabber nehmen. So. Jetzt versuche ich das nochmal. Warte mal, vielleicht mache ich den auch, dass ich den Haken nach oben... Dann sehe ich vielleicht mehr. Und Leute, ich kann euch das gerade nicht zeigen. Ich muss mir das jetzt selber hier unter meiner Lupe angucken. Nee. Immerhin habe ich jetzt nicht total auf. Das ist wahrscheinlich mehr für Negern, wa? Ja, jetzt muss ich gucken, wie ich das irgendwie in die Nadel reinkriege. Mein Lieblingseinfädler liegt ja irgendwie noch im Sofa. Aber ihr habt jetzt nicht gesehen, dass ich das angesabbert habe. Ah, kann ja auch nicht gehen. Guckt mal, was mit der Nadel passiert ist. Da fehlt schon wieder die Öse. Och nö. Jetzt muss ich mal gucken. Habe ich jetzt noch? Ah. Oha. Ich weiß jetzt... Irgendwo habe ich noch Nadeln. Ich hatte ja mehrere gekauft. Ja, ich muss doch mal in Ruhe gucken. Ich würde mal sagen, ich beende da. Ich wollte eigentlich ja auf jeden Fall wenigstens noch hier die Reihe mit euch zu Ende machen, aber ich muss jetzt erstmal Nadel suchen. Und das kann noch ein bisschen dauern. Und es ist auch von der Uhrzeit jetzt nicht mehr ganz so früh. Ich mag jetzt auch nicht mehr so viel Krach machen, weil mein Mann schon im Bett liegt, weil der nämlich so früh aufstehen muss. Und ja, dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich nehme euch bald wieder mit. Immer mal jetzt zu verschiedenen Projekten. Hatte ich mir ja schon länger vorgenommen. Und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich bekomme ein Däumchen nach oben von euch. Kommentare könnt ihr... Haut raus, erzählt mir, was ihr wollt. Ich antworte auch. Wenn ich, also ich gebe mir wirklich Mühe zu antworten und nicht nur irgendwie so einen kurzen Alibi-Satz, sondern ich gebe mir wirklich Mühe. Ja, und dann wünsche ich euch von Herzen, dass alles, was ihr euch wünscht, in Erfüllung geht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.